Hallo liebe Grill- und Barbecue-Freunde, heute gibt es bei uns einen knusprigen Schweinenacken aus dem Wok. Wenn ihr wissen wollt, wie wir den gemacht haben, dann bleibt dran. Viel Spaß dabei! Ja Leute, für meinen knusprigen Schweinenacken aus dem Wok brauche ich natürlich auch hier meinen Schweinenacken. Den werde ich jetzt in etwas größere Stücke schneiden. Ich denke so, so. Ja, das kann man euch gerade so lassen. So in dieser Größe schneide ich den ganzen, also die Scheiben jetzt, und dann geht es weiter. Der nächste Schritt ist, dass ich die Fleischstücke in kochendes Wasser bringen werde, so für 5-6 Minuten. Und dann soll der Schweinenacken richtig knusprig werden. Habe ich so noch nie gemacht, aber wie gesagt, da seid ihr beim nächsten Schritt gleich mit dabei. So Freunde, wie gesagt, mein Wasser kocht. Da ist allerdings nichts drin, kein Salz und nichts, wird nur so für 5-6 Minuten da drin kurz gegart. Wie gesagt, 5-6 Minuten, dann hole ich es wieder raus und dann seid ihr natürlich mit dabei. Ja genau, 6 Minuten später hole ich mein Fleisch jetzt wieder raus. Ihr seht es wunderbar. So. Ich habe vorhin das Eiweiß, das ich obendrauf gebildet hat, ein bisschen abgeschöpft, dass ich da nicht anschließend in meinem Fleisch drin habe. So, das war der ganze Zauber schon. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen es zum nächsten Schritt weiter. Aber wie gesagt, da seid ihr gleich wieder mit dabei. Freunde, hier draußen an unserem Grillpass, ihr seht mein Weber Genesis 2, da habe ich mein Wok schon drunter. Wir öffnen mal die Luke hier. Ja, ihr seht, der hat schon mächtig Hitze. Jetzt kommt unser Woköl. Ja, schöner Schuss rein. Dann kommt unser Fleisch ins Spiel. Das braten wir schön knusprig. Ich würde sagen, wenn ich das angebraten habe, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, mein Fleisch ist inzwischen super knusprig. Zumindest sieht es so auf den ersten Blick aus. Wir langen mal hin. Oh ja. So, jetzt kommt unser Zwiebel, Knoblauch und Ingwer mit dazu. So. Das lassen wir ganz kurz mit angehen, dass es ein bisschen Farbe kriegt. Muss natürlich aufpassen wegen Knoblauch, weil der wird auch super schnell bitter. So, Deckel wieder zu. Ziemlich windig heute und deswegen, wie gesagt, sehen wir uns in ein paar Minuten, wenn das angeschwitzt ist. So Freunde, der Zeitpunkt ist da. Knoblauch bekommt schon leicht Farbe und das ist für mich ein Zeichen, alles aus dem Wok herauszunehmen, bevor es bitter wird. Als nächstes kommt Zucker ins Spiel, da machen wir einen schönen Karamell. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, aber bei dem Wind hier mache ich mal einen Deckel zu und hole euch wieder mit dazu, sobald ich es ablösche. So Freunde, es ist wieder soweit. Der Karamell, ihr seht es, ist schön goldgelb, so wie er sein soll. Jetzt löschen wir es ab mit der Sojasauce.
bisschen Teriyaki-Soße. Und unsere Black Bean Soße. Na, kommen wir raus, Feigling. Ja, die ist ein bisschen zähflüssiger. So, perfekt. Lösen wir das Zucker, den Zucker wieder auf. Oh ja, das wird wunderbar. Es gibt wie so eine Glaze. Was wir jetzt gleich wieder machen können, wir können das Fleisch wieder zurücktun. Oh, herrlich, schaut. Oh, Freunde. Das ist schon mega geil. Schaut euch mal das an. Umfließt das Fleisch und gibt einen herrlichen Glanz. Wow, herrlich, oder? Also wie gesagt, das Fleisch war jetzt komplett ohne Salz. So steht es aber auch in dem Rezept. Ich denke, das ist jetzt genug. Jetzt kommt unser Paprika ins Spiel. Das muss man nur ganz kurz mit anrösten. Oh, herrlich. Schaut euch das an. Das sieht aber gut aus. So, das lassen wir ein paar Minuten angehen und dann haben wir natürlich wieder eine Überraschungszutat, wie es bei uns so üblich ist. Wir haben hier Pak Choi. Der kommt aber ganz zum Schluss nur mit dazu. Das ist keine so eine, dass es nicht so zusammenmatscht. Ja, der ist ziemlich schnell durch und der soll ja knapp ist noch sein. Deswegen. Also ich habe schon mal ein bisschen probiert. Also die Chili bringt da so eine wunderbare Schärfe noch mit rein. Und ich werde sagen, ich mache den Deckel nochmal zu. Ihr merkt, wie die Flammen da unten rumlodern durch den Wind. Und ich würde sagen, noch eine Minute. Und dann können wir den Pak Choi dazu machen und wir können gleich dann essen. Aber da seid ihr dann wieder mit dabei. So Freunde, keine 5 Minuten später. Oh, so sieht's aus. Ich freue mich jetzt schon. Kommt der Pak Choi ins Spiel. Trainer mache ich aus. Das muss nur ganz ein bisschen unterheben. Da ist mein Schüsselchen. Da kommt jetzt rein. Und dann wird drinnen angerichtet. Aber da seid ihr natürlich wie immer mit dabei. Ja. So Freunde, endlich Verkostung. Zeig's euch noch einmal. Wahnsinn, oder? Super, wie beim Chinesen. Genau. Ja, du hast es heute gearbeitet. Ja. Ich habe für dich gekocht. Super, genau. Bin ich froh. Kann man mal machen. Ja. Das Problem, was ich jetzt habe, ich habe keine Gabel. Oh. Wer will, kann auch mit Stäbler essen. Wir sind jetzt nicht so die Stäblenesser. Also ich zumindest nicht. Habe ich vergessen jetzt, ja. Was, die Stäbler oder wie? Ob ja, ob ich essen kann. Ja, habe ich vergessen, dass man es machen kann. So, also. Schweinefleisch. Auf euch. Sehr lecker. Mhm. Und du hast jetzt gar nicht so viel dran, gell? Nee. So. Also Gewürze habe ich nur die Soßen dran und die Chili, die ihr gesehen habt, mehr habe ich nicht dran und ja. Wird sehr fein. Das Gemüse mal. Schön knackig. Ist noch knackig? Ja, so soll es sein. Also was mir gleich auffällt, durch den Karamell, das harmoniert super. Ja. A mit den Soßen und B mit dem Chili. Ja. Und haben super Glanz, also der Glanz ist gut. Der Glanz ist sehr, sehr schön. Mhm. Also sieht so appetitlich aus, ja. Also, da kann man doch sagen, Leute, beide Daumen hoch. Ja, auf jeden Fall. Ist also zum Nachmachen auf jeden Fall von uns empfohlen, oder? Es lohnt sich total. Ja. Und es geht so schnell? Ja, Vorbereitungszeit war ungefähr eine halbe Stunde und im Grill draußen geht eine Viertelstunde, 20 Minuten 20 war Minuten, schon. Ja. Also wie gesagt, Freunde, macht's nach. Ja. Und was gibt es noch zum Sagen? Wir sind am Ende unseren Videos. Wenn es euch gefallen hat, was wir da, oder ich habe es heute für dich gemacht, ja. Rum und Num zaubern, würden wir uns natürlich über ein
Kommentar sehr freuen. Ja. Wenn ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen, wird uns riesig freuen. Genau, Daumen nach oben vielleicht. Genau, darf man nicht vergessen. Genau. Und bis zum nächsten Video. Ich bin raus, euer Thomas. Und Viola, tschüss. Ciao, ciao.